So, grüß Gott miteinander. Ja, wenn der Meierwerner wieder mal vor seinem Laptop sitzt, dann gibt es was zu berichten. Ja, und wenn dich das jetzt interessiert, dann bleib mal schön dran. Okay, da wäre ich wieder. Ja, wenn ich jetzt vor meinem Tablet sitze oder vor meinem Rechner sitze, dann kann das nur eines bedeuten: Es gibt Neuigkeiten. Okay, ich komme gleich zum Punkt der Geschichte. Genau, und zwar geht es um Tadebel. Ja, und zwar geht es hier darum, dass wir eine neue Version bekommen haben. Ich werde das ein wenig auf die Seite schieben. Genau, und dann werden wir das auch mal ein wenig beäugen hier. Genau, es geht um Tadebel. 4.6. Pünktlich zum Fest ein Update für den gratis Raw Converter. Ja gut, ich komme etwas zu spät. Stimmt, ihr habt recht. Aber lieber zu spät als gar nicht. Ja, wie üblich lasst sich Tadebel auch nicht lumpen und schickt schon mal ein Update zu Weihnachten hin. Ich weiß, Weihnachten ist vorbei, Neujahr ist auch vorbei. Wir steuern schon mal Richtung Frühling zu. Nee, das geht ja noch ein Momentchen. Okay, aber ihr seht, da tut sich was bei Tadebel. Ja, gut, ich habe ja versprochen, dass ich Tadebel weiterhin begutachte und auch damit Bildbearbeitung wieder aufnehmen möchte oder werden möchte, wie auch immer. Okay, auf jeden Fall geht es darum, die Software hier mal genauer zu beäugen. Also pünktlich zum Weihnachtsfest gibt es auch dieses Jahr wieder ein großes Update für die kostenlosen Raw Converter Tadebel mit der Aktualisierung. Aktuellen Version 4.6 erhalten die Software eine Autosave-Funktion. Das ist entspannend, das gucken wir uns dann später mal noch an. Also nicht in den Nachrichten, später dann. Ein neues Modul zur Farbkorrektur und Manipulation sowie weitere Verbesserungen. Etwa für die Bedienung der Tadebel 4.6 gibt es unter den anderen auch Deutsch. Die Software wird für Windows, macOS und Linux angeboten. Ja, das probiere ich aus. Ich habe ja einen Mac, weil beim letzten Mal ging das nämlich nicht. Ich konnte den Tadebel auf meinem Mac nicht installieren. Ich konnte zwar die Software runterladen, aber nichts da. Hä? Früher gab es immer am Heiligabend ein großes Update für Tadebel. Seit letztem Jahr kommen es bereits einige Tage früher zur Wintersonnenwende. Das werde ich jetzt nicht erklären. Das kann man nachgoogeln, was das bedeuten mag. Zur Wintersonnenwende. Eine weitere gibt es dann zur Sommersonnenwende. Also zuerst der Winter, dann am Sommer. Ja? Jetzt ist die Version 4.6 erschienen. Sie bringt einige wichtige Erneuerungen für die kostenlose Raw Converter. Zuvor nennen die Entwickler die starken Verbesserungen, Funktionen, Bearbeitungsverläufe. Sie speichert jetzt alle 10 Sekunden den aktuellen Bearbeitungsstand in der Dunkelkammer-Ansicht. Ganz neu ist zudem das Verarbeitungsmodul RGB, also Rot, Grün, Blau. Ja? Primärfarben, es eignet sich sowohl für feine Farbkorrekturen als auch für kreative Farbabstufen. Das Besondere dabei, unbundene, also graue Farbtöne werden von der Funktion nicht erfasst. Ebenfalls für die Erweiterung Farbkorrektur wurden das Modul Sigmund erweitert. Ja, lesen wir mal weiter. Das hört sich bis jetzt gar nicht so schlecht an. Ja? Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, damit zu arbeiten und festzustellen, was da genau gemeint ist. Vielleicht betrifft es mich persönlich jetzt nicht, weil ich mache ja keine Porträtfotograf-Sachen, ja, oder
andere Sachen, die man braucht zum Geld verdienen. Aber wie gesagt, was ich nicht nütze, nützen eben andere. Weitere Verbesserungen gibt es in Darktable 4.6 bei der Bedienbarkeit verschiedener Module. Außerdem haben die Entwickler die Leistung stark verbessert, die Leistungsstärkung verbessert. Insbesondere arbeitet Darktable jetzt unmittelbar nach dem Start mit vollem Tempo. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, allerdings muss man den Rechner dazu haben, ja, um genau das, was sie da behaupten, ja, auch ausführen zu können. Ja, wenn du also einen Rechner hast, der nicht so leistungsstark ist, ja, es geht, ja, es geht. Aber ich habe ja ein Video gemacht darüber, wie man das trotzdem hinbringt, wie man Darktable trotzdem gut hinbringt. Ja, okay, wir schauen mal nach, was es uns noch gibt. Ja. Jetzt muss ich mal schauen. Weitere Verbesserungen. Ja, da war ich gut. Unterstützt Darktable jetzt weitere Kameras, zum Beispiel die Sony Alpha 6700. Schreibt mir unten hin, wenn ihr es besser wisst. Denn ich gehe jetzt davon aus, es haben die schon früher gekommen. Vielleicht jetzt viel besser als früher. Aber ihr könnt es mal runterschreiben, wenn ihr eine Alpha 6700 habt. Ja? Ich denke, zwischen der Alpha 6100, 1400 und 700 gibt es nur minimale Unterschiede. Ja? Ich weiß nicht, aber ihr könnt es ja mal runterschreiben, wenn ihr es besser wisst. Okay, gehen wir weiter. Viele der ganz neuen Module von Leica, ja, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, aber auch historische Kamera wie die Canon PowerShot SX220H. Ja, das hört sich schon mal gar nicht schlecht an, das sind ja auch berücksichtigen. Nach dem ersten kürzlichen Ende von Capture On Express bekannt wurde, blieb mit Darktable eine empfehlenswerte, kostenlose Alternative. Darktable gibt es für Windows, macOS und Linux. Obwohl ich Linux immer groß schreiben würde, weil es ist ja nicht auf dem Messstock von Apple oder Windows gewachsen, sondern Linux. Ja, also die Betriebssysteme für Linux geschrieben haben oder programmiert haben. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, Linux gehört an die erste Stelle. Aber so sind wir Nerds halt, ja? Okay, ich werde den Link da runter reinsetzen. Aktuelle Version 4.6 herunterladen. Ja, ich muss das nicht. Bei meinem Linux-Rechner muss ich das nicht tun, weil der macht das einfach, ja. Nur zum Beweis, dass ich den hier drauf habe noch, ja. Also das macht für mich ja keinen großen Sinn, wenn ich jetzt versuche, verkrampft das anders zu machen. Ja, wenn ich jetzt schon den Mac offen habe, habe ich natürlich den auch über TeamViewer gespiegelt, mein Linux. Nur zum Beweis, ja. Also hier ist mein Linux-Rechner vorhanden, ja. Also, nicht, dass ihr denkt, jetzt macht ihr nur so, bla bla bla, ja, sondern, wenn ich sage, ich mache das so, dann könnt ihr euch drauf verlassen, in den meisten Fällen. So, ja, okay, was haben wir sonst noch? Ja, wahrscheinlich könnte man Kommentare lesen, frohe Weihnachten war die eine, ja, und man könnte ja sein Kommentar darunter schicken. Also, das hört sich doch mal gut an. Schauen wir mal rein, was die damit gemeint haben. Genau, ja. Ich mache jetzt mal Darktable auf. Mal schauen, tatsächlich. Ja, er studiert schon ziemlich bei meiner Bearbeitung. Ja, ich gehe jetzt mal hier drauf. Was könnte ich sonst noch nehmen? Ah, nehmen wir das einmal. Dann sehen wir gerade, wie schnell das funktioniert. Also ich schneide jetzt da hier nicht weg. Ja, okay. Ich muss mich auch wieder zuerst umgewöhnen. Jetzt müssen wir noch die Belichtung raufsetzen. Sekunde. Na, jetzt reagiert er. Ja, es ist schon, die Belichtung ist etwas feinfühliger. Ja, gut. Ich kann das erst beurteilen, wenn ich es richtig ausprobiert habe. Ja, so kann ich das nicht feststellen. Genau. Ja, was blieb sonst noch zu sagen? Ach ja, wenn wir schon mal dabei sind, stelle ich euch mal kurz noch was vor. Diesen Link setze ich euch auch runter. Muss nur gucken, wo ich es habe. Hier. Diese Sache hier könnt ihr überall aufmachen in ganz Europa. Ja.
Okay, hier seht ihr dann auch gleich, was Sache ist. Ja, jetzt wird meine Lampe wahrscheinlich den Geist aufgeben. Nur ganz kurz, hier könnt ihr die Webcams angucken. Das hier ist jetzt Schwanden bei Sigriswil. Die Sternwarte Sirius ist hier am Start mit den neuesten Berichten in Sachen Schnee. Ja, was interessant ist, ja, ihr seht jetzt also die Originaldaten hier, wie das momentane Wetter ist. Man könnte auch noch weiter zurück. Dann seht ihr auch genau, wie es hier rumkurft, das kalte Wetter hier. Ja gut, so kalt wird es jetzt nicht sein. Hier wird es wieder wärmer, dann wird es wieder raufgeschickt und so. Ich bin also kein Wetterprognosensteller, sondern ich lese die Daten auch nur ab. Wenn wir schon dabei sind, das werde ich dann auch noch gleich nachholen, das Wetter hier in der Schweiz allgemein. Für euch in Deutschland, Österreich biete ich jetzt eben das an. Genau, und wir gehen schon mal hin. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ich muss jetzt gerade mal selber noch gucken. Also von jetzt an schnipple ich wieder an meinen Videos rum. Okay, wir sind hier gewesen. So endlich in der Schweiz. Ja, genau. Ihr habt es ja gesehen gehabt. Oh. Okay, wir gehen jetzt mal dahin und wir gucken uns das mal an. Hier in meiner Gemeinde, also Gemeinde Sigriswil. Ja, also Merligen gehört da zur Gemeinde Sigriswil. Da wäre jetzt so ein Beispiel. Wir befinden uns hier. Ja, ihr seht auch hier immer Bewegungen, also Tropfen, ja, und dann kann man zum Beispiel draufgehen hier, gerade neben dem Fenster hier, und dann klickt ihr das mal kurz an und dann seht ihr auch gerade noch Informationen dazu. Und hier habt ihr dann den Wetterbericht. Das könnt ihr machen. Ihr könnt also überall hingehen und mal schauen, was hier Sache ist, ja. Und hier bekommt ihr dann die Randinformation. Ich finde das cool, ja. Gehen wir zurück zur Kamera. Ich will jetzt gerade gucken. Wir können dann auch noch verschiedene andere Sachen eingeben, blockieren. Ja, das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ja, ich finde das auf jeden Fall noch interessant, weil ihr könnt es dann deutschlandweit machen. Hier könnt ihr eure Favoriten eingeben und solche Geschichten. Ich gehe jetzt wieder auf meinen Stammplatz da hier. Wenn ihr jetzt das Bild anklickt, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, mal hier hingucken. Hum, Berner Reha-Zentrum Heiligenschwendi. Ja, das ist nicht weit von mir. Da liegt auch schon Schnee. Ja, okay, das mal hierzu. Ja, also wenn wir schon bei den Neuigkeiten sind. Ich werde den Link auch darunter setzen. Und wie gesagt, was die Sony Alpha 6700, ich weiß nicht, ich habe gar keine solche, aber wenn ihr solche eine habt und ihr bearbeitet schon Bilder auf Darktable damit, schreibt mir doch unten eure Erfahrungswerte hin. Ja? War jetzt das nötig von Darktable? Fandet ihr das eigentlich cool, dass die jetzt die Sony Alpha 6700 berücksichtigt wird? Ja. Ich überlasse es euch. Sagt mir es, wenn ihr es besser wisst. Genau. Und jetzt gibt es noch den Bericht von unserer Seite, obwohl ich schenke mir jetzt den, ich hätte es denn auch vorgelesen, die nächsten paar Tage zum Beispiel. Ja, steht es immer auf meiner Region, da wo ich zu Hause bin. Und das kann ich dann auch verwenden in anderen Gebieten, wo ich dann hingehe, in dem Kanton von Bern. Okay, heute Sonntag ist es 1 Grad minus bei leichtem Schneefall. Ja, am Abend mit 3 minus. Am Montag, ja, bedeckt bei 5 Grad minus. Am Abend sind es 8 minus. Am Dienstag sind es 4 minus. Am Sonntag, am Abend vom Dienstag sind es 8 minus. Am Mittwoch wird es besser. Warum sage ich das Wetter? Ja, es könnte ja sein, dass ein paar frei haben noch und gerne fotografieren wollen. Deswegen sind zwei Angaben sehr wichtig. Okay, am Mittwoch haben wir leicht bedeckt, zeitweise sonnig, manchmal Sonne, manchmal etwas eine Wolke vordran. Bei 0 Grad, leicht bewölkt, bei minus 5 am Abend. Am Donnerstag haben wir 0 Grad, bei schönem Wetter, keine Wolke zu sehen, weit und breit, bei minus 4 Grad. Am Freitag dasselbe Spiel, ja. Also wer jetzt draußen arbeiten muss, in meiner Region, der hat hier einen Vorteil. Nämlich Sonnenschein bei 2 Grad minus und am Abend 10 Grad minus. Ja, am Abend sollte man eigentlich zu Hause bleiben. Am Sonntag, am Wochenende wird es bei uns ziemlich schön. Ja, sonnig den ganzen Tag mit 1 Grad und am Abend 7 minus.
Sonne. Am Sonntag soll ich sagen, okay, am Sonntag haben wir auch Sonne, den ganzen Tag bei 1 Grad minus und 8 Grad minus am Abend. So, das wären jetzt die Wetterberichte gewesen für den Tag, für die Woche wollte ich sagen. Und mit den bombigen Aussichten können wir doch in die nächste Woche rein. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Nehmt eure Kamera mit, geht raus zum Fotografieren, denn jetzt mache ich hier Schluss. Tschüss.